Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen, hier gibt es keinen drinnen. Zweigler und Druckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Fusion. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstrick, das ist hip, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Gengar steht seinem Erzfeind gegenüber, dem geheimnisvollen und hinterlistigen Ryuga. Gengar greift mit Pegasus an und Ryuga erwidert die Attacke mit seinem Bay Lightning El Draco. El Dracos Kräfte sind enorm und Gengar muss all seine Kraft aufbieten, um ihr zu widerstehen. Während seine Freunde hoffnungsvoll zuschauen, freut sich Doji, als der verbotene Bay El Draco Gengars Pegasus gnadenlos angreift. Gengars Freunde können es kaum fassen, aber am Ende werden er und sein Bay Pegasus geschlagen. Gengar hat verloren. Wird er die Kraft haben, wieder auf die Beine zu kommen und noch einmal zu kämpfen? Ein Albtraum. Ich hab dich im Stich gelassen und verloren. Hey Madoka! Hm? Wo ist Gengar? Er wollte nur mal kurz rausgehen. Oh, der sieht lecker aus. Gengar hat gestern nichts gegessen, deshalb habe ich diesen leckeren Triple Beef Burger für ihn gemacht. Du möchtest ihn doch nicht, oder? Oh, da kann ich unmöglich. Oh. Ich hoffe nur, dass Gengar wieder klarkommt. Oh. Ja. Einfach köstlich. Oh. Dragon Emperor Soaring Bite Strike. Gengar, ich kann nicht glauben, dass er so gedemütigt wurde. Das muss ihn so getroffen haben. Weshalb? Oh? Ein Pay-Battle ist ein ernstzunehmender Wettkampf. So läuft das nun mal. Manchmal gewinnt man und manchmal verliert man. Wenn man total gefrustet ist, nur weil man ein oder zwei Kämpfe verloren hat, dann sollte man aufhören, ein Bläder zu sein. Da gebe ich dir ja recht, aber ich frage mich, ob es das ist, was ihn so beschäftigt. Hä? Gengar würde sich nicht so aufregen, wenn es nur ums Verlieren ginge. Was redest du da schon wieder, Kenta? Er ist nicht der Gengar, den wir kennen. Er ist nicht mehr er selbst. Der Kampf hat ihm überhaupt keinen Spaß gemacht. Versuch das nochmal zu wiederholen. Wenn du es wagen solltest, dich auch nur noch einmal über meinen Vater lustig zu machen, wirst du dafür büßen. Ich wiederhole es noch tausendmal. Dein Vater hatte es einfach nicht drauf. Wenn die Eltern schon Weicheier sind, was glaubst du, wie dann der Sohn ausfällt? Genauso. Also krieg ich vor mir, wie es dein Vater schon getan hat. Oh. Ich hab dir schon gesagt, du bist der Einzige, dem ich nie verzeihen werde. Los, Pegasus! Gengar war einfach so in seiner Wut gefangen. Es muss da sowas wie eine Vorgeschichte mit diesem Ryuga geben. Aber keine gute. Gengar? Leg den Burger sofort wieder hin, Benkei. Ich wollte ihn nämlich essen, wenn ich zurück bin.
Aber ich hab nicht gesagt, dass du es darfst. Hey, warte! Madoka hat gesagt, du meine Güte! Sieht aus, als wären seine Lebensgeister zurückgekehrt, auch wenn es nur um einen Burger geht. Los. Ich brauche ihn aber dringender als du. Ganz unmöglich. Jinga. Cool. Super, dass du hier bist, Jinga, weil wir dir etwas zeigen möchten. Was ist es? Tada! Oh. Du hast uns doch mal gesagt, dass Beyblade nichts ist, was man von jemandem lernen kann. Man muss selbst verschiedene Sachen ausprobieren. Wow, diese Kombi sieht ganz schön abgefahren aus. Danke. Mit der neuen Drehfassung und Bladespitze ist Osamu ein starker Blader geworden. Gegen dich dürfte er aber kaum eine Chance haben. Jinga, bitte kämpf gegen mich! Hä? Du wirst schon sehen, wie stark ich geworden bin. Du willst nicht? Jinga? Okay, na dann los. Er hat ja gesagt! Das ist der Anna! Bist du bereit? Und ob! 3, 2, 1, let it! Rip! Los! Nein, unmöglich! Osumu hat Jinga geschlagen? Jinga? Reißt euch zusammen! Wenn Jinga wie sonst wäre, hätte er doch nie gegen euch verloren! Also Katzenprobe, klar! Tut mir leid, meine Hand ist abgerutscht. Jinga, was ist mit dir los? Ich muss gehen. Ich glaube, ich habe das Wasser angelassen. Oder den Rasensprenger. Ja, das war's. Jinga, jetzt warte mal. Was ist bei diesem Kampf passiert? Wo ist dein Selbstvertrauen? Ich will dir helfen. Es geht mir gut. So? Kannst du mich also bitte loslassen? Du... Jinga! Es hat keinen Sinn. Kyoya! Diese Schlacht gegen Ryuga hat ihn erschöpft. Mehr erschöpft, als wir uns überhaupt vorstellen können. Mit seiner Niederlage wurde auch sein Kampfgeist gebrochen. Was können wir tun, um ihm zu helfen? Gar nichts. Er muss allein damit klarkommen. Oh, Jinga. Wieso hab ich nur... Jinga! Kenta? Was gibt's? Hast du Lust auf einen Spaziergang am Fluss? Hör mit dem Gesölze auf! Hä? Ich kauf dir deine. Es geht mir gut, alles ist in Ordnung, Nummer nicht ab! Wovon redest du überhaupt? Es geht mir gut! Du gibst nur vor, zufrieden zu sein, anstatt deine wahren Gefühle zu zeigen! Komm schon, ich ertrage das nicht mehr, Jinga! Du bist gar nicht mehr du selbst! Sind wir nicht Freunde? Ich dachte, du wärst mein Freund, Jinga. Ich dachte, wir beide könnten über alles reden und uns dabei alles sagen und uns helfen. Kenta! Wenn dich irgendetwas bedrückt, solltest du mir sagen, dass dich was bedrückt. Wenn du traurig bist, solltest du mir sagen, dass du traurig bist. Wenn du mir nicht mehr vertraust, dann sag mir das und ich lass dich in Ruhe. Wieso kannst du nicht ehrlich sein, so wie früher? Und das geht nicht nur mir so. Benkei und Madoka, wir alle empfinden das so. Auch sie haben gesagt, dass sie dir helfen möchten. Sie machen sich Sorgen um dich. Und ich mache mir genauso Sorgen um dich. Tut mir leid. Jinga? Freunde wie du sind die Besten, weil sie immer zu einem halten, egal was passiert. Ja, genau, Jinga. Ich habe die ganze Zeit nur daran gedacht, Ryuga zu finden und zu schlagen. Das war mein einziges Ziel. Ryuga zu schlagen? Die Geschichte fängt an, als ich noch in dem Dorf gelebt habe, in dem ich geboren wurde. Koma. Guten Morgen, Dad. Dad? Koma ist ein kleines Dorf am Fuße des Mount Hagan und bekannt als Beyblade Village. Haben Sie meinen Vater gesehen? Ich glaube, er hat gesagt, dass er Bären im Wald sammeln wollte. Danke! Aha. Oh!
Jinga, lass uns kämpfen. Später. Die Leute in meinem Dorf haben das Beyblade geliebt und haben viel Zeit damit verbracht. Aber es gab einen Mann, der das Beyblade mehr geliebt hat als alle anderen. Dad? Wo bist du, Dad? Ich bin hier, Jinga. Oh. Vater? Hallo, Junge. Was machst du denn da, Dad? Warte einen Moment. Ich glaube, das hätten wir jetzt geklärt, mein Großer. Oh, Vater! Dieser Mann war mein Vater. Ryu Hagane. Oh, meinst du wirklich? Natürlich. Du musst lernen, den Bay zu beherrschen, mein Junge, damit du ihn irgendwann einsetzen kannst. Aber das hier ist ja ein Wahnsinns-Bay. Versuch damit zu kämpfen. Oh. Mhm. Drei, zwei, eins, let it rip! Wow! Sieh nicht einfach nur zu, das hier ist dein Kampf, also kämpfe! Oh, wow! Ich fasse es nicht, ich trete hier gegen deinen Bay an! Pegasus hat ganz schön Kraft, was? Natürlich, aber die Kraft eines Bays ist nicht das Entscheidende, Jinga. Ach nein? Das Wichtigste von allem ist der Geist des Bladers. Oh! 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 Bays bergen unbegrenzte Kräfte in sich. Nur die besten Blader sind in der Lage, sie zu wecken. Trainiere mehr und werde stärker. Dann wird Pegasus sicher seine Flügel ausbreiten und für dich aufsteigen. Oh, hey, Ryu. Wir sehen uns heute Abend, ja? Yep. Also, bis dann. Heute Abend? Was meinen Sie damit? Weißt du, ich glaube, du bist jetzt alt genug, um heute Abend mitzukommen. Oh. Heute Abend, mein Sohn, wirst du die wahre Kraft von Pegasus erleben. Oh. Was passiert jetzt, Dad? Die Legende berichtet, dass Pegasus in den Himmel aufgestiegen ist, um das Ross von Zeus zu werden. Heute Abend, genau hier, wirst du Pegasus hoch über den Berg stehen sehen. Hä? Da oben? Sieh genau hin, mein Sohn. Oh. Let it rip! Cool! Und das kann dein Bay Pegasus? Oh ja, und noch mehr. Warte nur ab. Oh. Da ist Pegasus! Das Pferd, das in den Himmel aufsteigt! Dads Pegasus verfügt über die unglaublichste Kraft. Was ist das? Nein! Sie sind auf der Suche nach dem verbotenen Bay. Welchem verbotenen Bay? Einem Bay mit einer bösen Kraft, der in diesem Berg eingeschlossen ist. Oh. Vater! Also der verbotene Bay, Lightning El Drago. Ich spüre seine Kraft, als würde er sie absorbieren. Lass ihn, wo er ist. Ich lasse nicht zu, dass du diesen Bay nimmst.
Drago, jetzt wird's ernst! Vater! Bleib zurück, Dinger! Ich kann deine Kraft spüren! Willst du mich auf die Probe stellen? Lass uns sehen, ob ich es wert bin, dein Meister zu sein! Hier und jetzt! Komm schon! Nein, Dad! Oh. 3, 2, 1, let it rip! Was? Der dreht sich andersrum! Du kannst es mit der umgekehrten Rotation von El Draco nicht aufnehmen! Dieser Kampf ist bereits entschieden! Vater! Sieh genau hin, Jinga! Das ist die Kraft von Pegasus! Los, Pegasus! Das ist Pegasus! Das Pferd, das in den Himmel aufsteigt. Ryuga! Ganz ruhig, Doji. Oh, spürst du das? Eine wahrhaft dunkle Kraft. Eine riesige Macht, die alles in sich verschlingen kann. Los, El Drago! Es spielt keine Rolle, wie hoch du fliegst oder wie schnell du dich bewegst. Du kannst El Drago nicht schlagen. Erledige ihn! Pegasus! Mach ihn fertig! Nicht! Vater! Etwas frustriert, Kleiner. Irgendwie sauer. Vielleicht sogar auf mich? Dann sei ruhig wütend, denn es liegt auf der Hand, dass du ein hilfloser Dummkopf bist. Ryuga, bitte, lass uns von hier verschwinden! Warte nur, du Feigling! Was? Kann es sein, dass El Drago deine Kräfte aufgezehrt hat? Jinga! Dad! Jinga, beeil dich und verschwinde hier! Nein, ich werde dich nicht zurücklassen, Dad! El Drago ist ein gefährlicher Bay! Schlage ihn! Du musst El Drago zurückholen! Ich muss es! Denk immer daran, Jinga. Das, was letztlich einen Bay-Kampf entscheidet, ist der Kampfgeist des Bladers! Der Kampfgeist des Bladers! Vater! Geh! Werde stark, Jinga! Vater! Vater! Werde stark, Jinga! Vater! Vater! Und so habe ich meine Reise begonnen, um immer stärker zu werden und ihn zu besiegen. Tut mir leid, ich habe es dir bis jetzt nicht erzählen wollen. Nein, ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich dich dazu gedrängt habe. Nein, ich bin froh, dass ich es meinem Freund erzählt habe. Ach, Jinga.
Oh, ich weiß. Lass uns einen Bay-Kampf machen. Hä? Ich möchte jetzt mit dir kämpfen. Wieso nicht? Hm. Jenga? Dafür ist es heute zu spät. Lass es uns also morgen machen. Morgen, ganz bestimmt. Oh. Okay, ich sehe dich dann morgen. Hast du versprochen? Wir kämpfen dann auf jeden Fall morgen. Ja, alles klar. Es tut mir leid, Kenta.